und herzlich willkommen zu einem neuen Video von JKs. Und heute möchte ich wieder mal ein Update vortragen, denn ich habe schon wieder einige Sachen bekommen und wir wollen auch gleich anfangen. Am Ende gibt es noch eine kleine Information dann. Allerdings, ja, gehen wir jetzt hier erstmal wieder wie immer vor. Wir gehen erstmal zum Update von den Spielen vor. Da habe ich ein paar Xbox-Spiele von meinem Kumpel bekommen, der hatte die bekommen auch. Und wollte die loswerden, deswegen habe ich gesagt, ja, nehme ich. Und dabei waren dann eben solche Spiele wie Disney Universe, was mich jetzt eher weniger interessiert. Also, Party-Fun-Spiel, wie es aussieht. Und ja, ist jetzt nicht so gerade, genauso wie das Spiel zum Film Rio. Und Rio, ja, ist ein... Den Film finde ich irgendwie süß. Ich habe den Film nie gesehen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr den findet. Aber Rio, das Spiel zum Film, ist auch wieder so eine Art Partyspiel. Ist jetzt nicht so ganz mein Fall, deswegen fliegt das auch raus. Also die meisten Spiele fliegen hier definitiv raus, weil das nicht mein Fall ist oder ich doch ein bisschen nicht so viel haben will. Deswegen, also man kann mich gerne anschreiben, wenn wer jemand was haben will. Ein Spiel interessiert. Naja, auf jeden Fall das nächste Spiel ist Sonic the Hedgehog. Ja, über Sonic müssen wir ja nicht reden, einfach nochmal. Bei dem weiß ich noch nicht, ob ich das draus lasse oder doch behalte erstmal. Ich werde es vielleicht mal anspielen, aber ganz große Zukunft stehe ich da nicht. Dann haben wir hier einen Klassiker, aber ist nicht so ganz meins, deswegen werde ich den wahrscheinlich hier auch rausgeben. Aber es ist für jeden interessant, weil es von Wolf ist. Portal 2. Also, ist ja, wie gesagt, ich habe den ersten Teil in so einer Dreifachspiel, das behalte ich, weil da ein Spiel drauf ist, was ich sehr gerne mag. Oder zwei Spiele, die ich sehr gerne mag. Und aber der zweite Teil ist nicht so, also Portal ist nicht so mein Fall. Ich habe den ersten Teil gespielt und. Ja, also. Dann habe ich hier das Spiel Vanquish. Und dazu muss ich ehrlich sagen, ja, ist ganz nettes Spielchen. Ich habe es für die PS3. Ich brauche das nicht nochmal für die Xbox. Deswegen geht das Ding auch raus. Und dann denn das nächste Spiel. Auch nicht so ganz mein Fall, weil es so im Stile von Command & Conquer ist, so ein bisschen. Allerdings ist das im Halo-Universum. Und das ist Halo Wars. Ja, auch nicht so ganz mein Fall. So, jetzt kommen wir zu drei Spielen, wo ich ja sowieso nicht der Fan bin davon. Die Spiele waren eben dabei, einfach in diesem Paket. Und da habe ich gesagt, ja, ich nehme es einfach nochmal. Ihm war es auch egal, was ich dann damit mache. Und deswegen, ja, Assassin's Creed 2 für die Xbox 360, Brotherhood für die 360 und Assassin's Creed Revelations für die 360. Ja, also das ist die osmanische Edition vor allen Dingen auch. Und ich habe es mir angesehen. Es ist nicht mein Fall. Also, wie gesagt, also da bin ich komplett raus. So, jetzt kommen die einzigen Spiele, die auf jeden Fall hundertprozentig bleiben, allerdings in meiner Sammlung. Und das ist einmal die Tomb Raider Collection. Mit, wie ihr schon seht, hier Legends, Anniversary und wie hieß das letzte? Underworld. Die werde ich definitiv behalten. Darauf habe ich nämlich Lust und ich mag Tomb Raider Spiele. Und dann noch, ich müsste wirklich mal ein Spielen anfangen. Aber jetzt habe ich das auch für die Xbox 360 erstmal. Ich weiß jetzt nicht, ob es so eines der beliebtesten, wenn ein Gamer da draußen ist und es gerne spielt, diese Reihe, kann er mir ja mal schreiben, ob das so ein Teil war, der noch sehr gut ankommt. Und das ist es Final Fantasy 13. Ja, und das sind auch schon die Spiele, die es gewesen sind. So, jetzt sind wir mit den Spielen fertig und jetzt kommen die Filme. Und ich hatte bis vor kurzem ein paar Informationen bekommen von einigen, wo ich Videos gesehen habe, die sich Filme im sogenannten 1-Euro-Shops holen. Und ganz billig total. Und manchmal waren gute dabei, manchmal waren jetzt nicht so prall dabei. Und ich habe hier einen 1-Euro-Shop in meiner Nähe. Und da bin ich einfach mal gelatscht.
Und habe dann ein paar Filme abgegriffen, die ich interessant fand. Und ja, und da möchte ich euch mal die jetzt vorstellen. Da habe ich einmal nämlich, jetzt vielleicht jetzt nicht für jedermanns Sache, aber man weiß ja, ich bin Rennsportfanatiker. Ich mag Rennsport, Formel 1, sei es Formel 1, NASCAR oder Sachen. Gut, mit Motorrädern bin ich jetzt nicht so ganz warm, weil mir tun dann die Leute leid, die auf den Motorrädern dann immer weggleiten, sage ich mal so. Deswegen bin ich eher mehr lieber doch so ein bisschen der Vielsport-Rennfan und so weiter. Und ja, da habe ich mir sowas geholt. Es ist sowohl auf 3D als auch auf 2D. Okay, dachte ich mir, okay, hole ich mir, das heißt Power Speed Motorsport Extrem, sowohl in 2D als auch in 3D. Ich habe mir schon mal so ein bisschen was angesehen und wie ihr seht, hier hinten, man sieht, was da alles so vorkommt. Und ja, da dachte ich mir, für 1,30 kann man sich mitnehmen einfach mal. Und ich finde es cool, ich finde es irgendwie interessant. Und es gab hier auch einige Aufnahmen, wo man das gesehen hat, okay, diese Szenen können auch in 3D bestimmt gut rüberkommen. Ich habe jetzt kein 3D, deswegen kann ich nicht testen. Aber ich kenne jemanden. Gut, machen wir aber weiter. Also für 1,30 habe ich mir gesagt, kann man es mitnehmen. Dann habe ich einen Film mir geholt mit Antonio Banderas. Der erste Film, wo er mal auch wirklich alleine als richtiger Schauspieler ist und nicht, also jetzt sozusagen nicht so wie bei Expendables, wo er da mitgemacht hat, sondern wirklich sein eigener Film. Das ist mein erster alleinstehender Film mit ihm. Das ist Pfad der Rache. Habe ich noch nicht gesehen, den muss ich noch sehen, aber er hört sich gut an. Ist uncut vor allen Dingen ist und von dem Produzenten von Expendables. Da dachte ich mir, ein schöner kleiner Vergeltungs-Rache-Film geht auch immer. Und deswegen auch wieder für 1,30 habe ich mir gesagt, komm, nimmst du mit. Kann man machen, also für 1,30. Also ab und zu mal schauen, vielleicht mal in meinen Euro. Mein Kumpel hatte mal einen Film, den ich gleich danach nämlich vorstelle. Dann habe ich hier den Film Echoes 2, auch wieder für 1,30. Stimmen aus der Zwischenwelt. Ich kenne auch Echoes 1. Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen. Kann mich aber da schwierig daran erinnern. Jetzt heißt es für mich auf jeden Fall Echoes 1 mal wiederholen. Und dann jetzt habe ich hier Echoes 2. Auch noch nicht gesehen. Die Filme habe ich bis auf einen noch nicht gesehen. Bis auf einen habe ich alle noch nicht gesehen. Auf jeden Fall Echoes 2 kenne ich nicht. Wer den kennt, kann mir mal unten in die Kommentare schreiben. So, und dann habe ich ein Double Pack gesehen. Und bei Double Packs sind die Preise da ein bisschen anders. Da sind 2 Euro tatsächlich. Und da dachte ich mir, wow, für 2 Euro, 2 Filme. Und da dachte ich mir, nimmst du mit. Und dieser Film, dieser Name geht eigentlich immer, oder Filme mit ihm gehen eigentlich immer mit Jackie Chan. Allerdings jetzt hier keine Filme, sowas wie City Hunter oder Power Man oder sowas einfach nochmal. Nein, es sind zwei unbekanntere Filme. Das ist einmal Vanguard, Elite Special Forces und ein Actionfilm mit Jackie Chan. Wie gesagt, Jackie Chan-Filme gehen immer. Machen Spaß. Und jetzt kommt der einzige Film, den ich bisher gesehen habe. Und das ist The Night of Shadows. Es ist, hier wird hinten geschrieben, wer fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, mochte, wird diese actiongeladene Variante mit Jackie Chan lieben. Und ich muss ehrlich sagen, ja, er ist auf dem Pfad von dieser Filmreihe. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Es gibt schöne Effekte, natürlich typisch für diese asiatischen Filme natürlich. Auch sehr witzig. Jetzt nicht sehr viel Action mit, also es gibt auch einige Kämpfe natürlich, aber eben nicht mehr sowas wie City Hunter oder was weiß ich. Ich muss City Hunter erwähnen, weil es einfach mit einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Deswegen da wenig, oder Mr. Nice Guy liebe ich auch oder sowas. Ja, also nicht mehr so viel. Gut, er ist natürlich auch in die Jahre gekommen, natürlich, aber dennoch ein sehr, sehr netter Film, der wirklich sehr Spaß macht und der Film macht auch sehr viel Spaß. Deswegen passt es. Alle zusammen habe ich jetzt dann insgesamt 5,90 dafür gezahlt.
fairer Preis, muss man ehrlich sagen. Und dann war ich dann mit meiner Mutter vorher noch unterwegs, weil sie da noch ein bisschen Information wollte wegen Handykauf und so weiter und so fort. Und dann waren wir bei Saturn bei mir hier, also jetzt nicht am Alexanderplatz, sondern am Kudamm. Und da habe ich einen Film gesehen, da dachte ich so, oh, den willst du haben, weil den wollte ich schon immer haben. Aber ich habe ihn nicht auf Blu-ray gefunden. Leider habe ich ihn nur auf DVD, aber für den Preis habe ich mir ihn sofort mitgenommen einfach. Und ich habe dafür nichts bezahlt. Meine Mutter hat den Film spendiert. Klasse Mutter. Das ist Willy's Wonderland mit Nicolas Cage. Und der Film ist wirklich sau cool. Ich habe den gleich. Ich wollte ihn eigentlich immer am gleichen Tag oder am nächsten Tag sehen. Ich habe den erst 2 Tage danach gesehen. Der Film ist wirklich sehr, sehr witzig. Der Nicolas Cage, er spricht nie. Man hört nur immer mal einfach mal. Wenn er mal einen Energy Drink trinkt oder so ein, das hört man, aber er spricht nie. Es ist unfassbar witzig und es ist, ja, wer sich in den Spielen auskennt, eine Art Mischung von Five Nights at Freddy's. Und wenn man bedenkt, in diesem Jahr kommt ein Film von Five Nights at Freddy's, dann denke ich mir, wozu? Es gibt auch den, weil es vom Trailer her, viele haben den vielleicht schon gesehen, wirkt ja genauso gleich wie der hier. Ein bisschen anders natürlich, aber auch so ein bisschen gleich. Aber auch, muss ich ehrlich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist schön splatterig auch dabei und macht, ist wirklich sehr, ein sehr amüsanter Film. Und das für Ome. Nice. Also 6 Filme für 5,90. Besser kann man es nicht machen. So, ja. So, ja, ich muss hier bei diesem Video ein bisschen cutten, deswegen tut es mir leid jetzt hier einfach mal. Ja, und die nächsten Filme, die ich dann mir geholt habe, jetzt weiß ich nicht, ich habe hier 2 Sachen und da weiß ich jetzt nicht. Nee. Ja, dann habe ich mir es endlich mal geholt. Ich habe ihn mir endlich mal geholt, weil es hat mich so angekotzt. Ich habe nur Teil 1. Ich kannte alle 4 Teile, bis auf den 5. Teil. Und ich freue mich endlich, dass ich ihn mir geholt habe. Ich bin so stolz drauf. Und ich habe mir gesagt, komm, jetzt holst du dir den mal, weil dir fehlen 1 bis 4. Und diese Filme sind absoluter Kult. Sylvester Stallone's Rocky. Ja, endlich habe ich alle in einer Sammlung 1 bis 5. Nee, 1 bis 6 sogar. Oh. Und den 6. Teil, also Rocky Balboa, kannte ich bis dato noch nicht. Oder vielleicht nur 10-weise aus dem Fernsehen oder sowas. Aber den 6. Teil kannte ich einfach noch nicht so richtig. Und ich habe dann als allererstes gleich meinen Lieblingsfilm gesehen, ganz ehrlich. Und das ist Rocky 4. Ich liebe Rocky 4. Er ist so unfassbar cool, einfach nochmal mit Dolph Lundgren und so weiter. Danach würde ich Rocky 1 und 2 definitiv sehen. Danach 3. Und danach 5. Wenn ich jetzt nur mal von den ersten 5 ausgehe, mal abgesehen von Rocky Balboa, Rocky 5 fand ich am schwächsten jetzt erstmal, aber ich fand das schon ziemlich cool irgendwie. Und ja, und vor allen Dingen finde ich den Aufbau auch ziemlich cool, weil jede CD hat hier eine eigene Sache. Wunderbar. Finde ich absolut genial. Schön aufgebaut. Der Ton ist manchmal vielleicht jetzt nicht der prallste. Gerade bei den Kämpfen, dann sind die, dann ist die Musik manchmal lauter noch ein bisschen als die Kommentare, was man dann hören will. Aber dennoch, ja, freue ich mich dennoch auf den Kultfilm Rocky oder die Kultfilme. Sind ja mehrere. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welcher euer Lieblingsteil ist, beziehungsweise wie eure wie eure Reihenfolge ist von den Rocky-Filmen. Das würde mich mal interessieren. Ich habe ja meine Reihenfolge gesagt. Rocky 4, 1, 2, 3 und 5. Das ist meine Reihenfolge. Dann hier. Also, Rocky Balboa, absoluter Kult. Und dann habe ich noch einen Film gesehen. Der war, glaube ich, für 3, 4 Euro. Es war ein Doppelfilm. Den musste ich mir dann holen. Das ist Tales of Halloween und Halloween Haunt in so einem Double Pack. Fand ich schon ziemlich nice. Ich glaube, wie gesagt, 4 Euro oder irgendwie sowas hat. Habe ich mir auch nochmal gegönnt. Ich habe dann später bemerkt, dass ich Tales of Halloween tatsächlich doch schon habe.
als ich mir das hier hinten angesehen habe, nämlich den Inhalt, ich dachte, den hätte ich noch nicht, aber okay, ich habe ihn mir hauptsächlich wegen Halloween Haunt geholt, weil ich den schon ziemlich nice finde. Und für 4 Euro kann man es machen. So, dann habe ich ein paar Filme mir geordert bei Amazon, ganz billig natürlich hier. Und da habe ich den Film einmal auf DVD, Die Legende von Beowulf, in dieser Version. Und ich finde es auch ziemlich nice, weil das hier alles so geprägt ist. Allerdings werde ich den wahrscheinlich rausschmeißen, in Anführungsstrichen, weil ich jetzt die Blu-ray habe. Ist zwar jetzt nicht mehr so pralle wie das Cover wie das hier, weil ich finde, das Cover ist schon ziemlich nice irgendwie. Weil es so geprägt ist, sowohl der Titel als auch hier der Beowulf hier. Ja, ich kenne Beowulf noch nicht tatsächlich. Ihr könnt ja noch reinschreiben, wie ihr den fandet. Ich kenne natürlich viele Kritiken, dass der jetzt nicht so toll ist. Aber auf jeden Fall interessiert er mich. Und ja, deswegen wird er noch gesehen. Jetzt habe ich einen Film mit Jessica Alba und Paul Walker. Da habe ich die DVD als Steelbook, Into the Blue, nämlich. Und ich finde, die Steelbook ist sehr nice irgendwie. Allerdings habe ich jetzt mir auch die upgegradet auf Blu-ray. Und ich muss ja ehrlich sagen, auf DVD war ja schon das Bild unfassbar sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, wie die Blu-ray ist. Die Blu-ray hatte ich noch nicht gesehen, aber ich kenne den Film. Und ich mag den Film auch. Sehr heißer, sehr cooler Film mit Paul Walker und Jessica Alba. Und macht schon Spaß. So, und jetzt kommt ein kleines Highlight. Ich habe die Red Edition Reloaded, Remastered, The Running Man, der lose auf Stephen Kings Menschenjagd beruht, hier in dieser kleinen Hardbox. Da bin ich noch am überlegen, ob ich die tatsächlich behalte oder ob die tatsächlich rausgeht. Denn ich habe es gesehen. Für sage und schreibe 15 Euro habe ich ihn gebraucht bekommen. Und diesmal ist es nicht out of print, aber es ist eine Mediabook. Ja, es ist tatsächlich die Mediabook hier mit diesem Cover und ich finde die absolut genial. Ist gebraucht, deswegen war auch leider diese J-Card, also dieses Informationsblatt hier nicht. Aber sonst absolut super tolles Mediabook. 2 Discs hier, also hier mit der Blu-ray und dem DVD. Hinten dann noch eine extra Blu-ray und den Soundtrack noch dazu. Und dann noch ein extrem dickes Buch mit zum Beispiel solche Sachen, Konzeptzeichnungen und so weiter. Oder auch so ein bisschen was über die Produktion und über diese Sachen. Absolut super geniales Mediabook. Ich finde es absolut genial. Mein Kumpel hat es auch. Und er schwärmt auch von diesem Mediabook. Und ich muss sagen, ja, er hat es mir ja immer schon so vorgeschwärmt. Aber ich muss ehrlich sagen, in allen Belangen muss ich ihm recht geben. Ich finde dieses Mediabook, auch wenn jetzt vielleicht diese Informationsblatt fehlt, sage ich mal so ein bisschen, okay, ist jetzt geschenkt mal. Aber ich muss dir sagen, die Mediabook ist absolut super. Finde ich absolut genial. Toll gemacht. So, jetzt noch mal einen kleinen Cut. So. Jetzt kommen 3 große Special Editions oder Collectors Editionen. Da habe ich einmal, ich kenne das tatsächlich nicht, aber es soll Kult sein. Und die Box hier vor allen Dingen ist irgendwie auch sehr selten. Ich habe dann auch den Preis gesehen, also so, ich glaube, also ab 40 oder mehr sogar geht die raus. Das ist Tokyo Ghoul hier nämlich. Diese Box, die Blu-ray-Box, leider allerdings nur mit der ersten Blu-ray, leider nicht vollständig, einfach, und das finde ich zwar schade, dennoch habe ich gesehen, dass der Preis da gar nicht mal so unwichtig ist, also ich werde es mir mal ansehen, ich werde vielleicht das mal hier komplementieren, und wenn es mir gefällt, behalte ich es, wenn nicht, ja, vielleicht dann raus, aber erstmal gebe ich ihm eine Chance, man soll ja den Sachen immer mal eine Chance geben. Ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr Tokyo Ghoul findet, wenn ihr das kennt einfach und deswegen. So, der nächste Collectors Edition oder Special Edition ist von einem Film, ja, den ich jetzt nicht so pralle fand. Den fand auch meine Mutter nicht so pralle. Wir haben den gemeinsam gesehen.
Unter anderem mit Nicole Kidman, Daniel Craig und so weiter. Das ist die Special Edition zu Der Goldene Kompass. Ihr seht richtig schön glänzend einfach hier. Und dann hier. Oh, ist das. Und das ist richtig schwer rauszubekommen. Deswegen mache ich das jetzt nur mal so. Ja, also der Film hat mir zwar anfangs nicht gefallen, aber ich werde ihn mir mal nochmal anschauen. Vielleicht ändere ich ja meine Meinung. Es ist ja schon ewig her, dass der rauskam. Wann kam der raus? 2000 und schieß mich tot. Ja, werde ich nochmal nachschauen. So, und dann diese Edition, die fand ich schon ziemlich geil. Und diese Edition sah auf dem Bild viel kleiner aus, als sie sonst ist. Ich habe nämlich hier, wie wird sie? Extended Director's Cut. Ihr hört, es ist eine Metallbox. Von Cowboys vs. Aliens bekommen. Auch wieder mit Daniel Craig. Erstmal hier die Steelbook. Erstmal natürlich auch mit dieser, ja, J-Card natürlich hier hinten. Ja, Kinofassung und Extended Version, 16 Minuten länger. Und der Inhalt der Box ist auch sehr interessant. Ich mach die mal kurz auf. So, da haben wir dann zum Beispiel. Wer das nicht kennt, erstmal den Manga dazu, was ich schon ziemlich witzig finde. Dann der Film und der Steelbook und dann, das wird wahrscheinlich im Film, diese kleine Box hier. Wie ziemlich. Nee, was ist da drinne? Nämlich, ich glaube, der funktioniert aber komplett nicht mehr. Oder man müsste es nachholen, mit einem kleinen Zipper. Ich weiß, Zipper macht man anders auf, aber ich mache es jetzt mal nur vorstellungsweise einfach so. Ja, und wenn ihr seht, Funken sprühen, aber es geht nicht an. Aua. Und ja, ich glaube, da ist dann das ein bisschen draußen, aber egal, ich werde den Zipper sowieso nicht so ganz, oder Zippo, sowieso nicht benutzen. Wenn man aber genauer hinschaut, seht ihr, dass hier drauf sogar nochmal Cowboys vs. Alien steht. Interessante Edition. Also den Film habe ich allerdings auch noch nicht gesehen. Ich habe viele Filme noch nicht gesehen. Die muss ich noch nachholen. Aber auf jeden Fall finde ich die Edition schon sehr, sehr interessant. Den Film da damals wollte ich, glaube ich, auch schon aussehen. Und wen sehen wir hier auch noch, der da mitspielt? Habe ich jetzt auch, ist mir jetzt auch wieder eingefallen. Harrison Ford. Vor kurzem in Berlin gewesen. So, und jetzt kommt der letzte Part und das ist nämlich, ja, diese kleinen Sachen hier. Und deswegen, ja, das sind jetzt nur 4 Filme. Also ihr seht, es ist einiges dazu gekommen. Der erste Film, ja, es ist eine deutsche Komödie, aber ich finde die sehr cool. Irgendwie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Meine Mutter hat Lachflash im Kino bekommen zu diesem Film. So laut habe ich sie noch nie lachen gesehen. Einfach nochmal. Das ist für mich wirklich so ein bisschen auch so ein kleines Kino-Highlight in diesem Jahr sozusagen, dass ich meine Mutter so extrem lachen gesehen habe. Wie ewig nicht mehr, glaubt mir einfach. Also ihr, das ist so mit einer ihrer Lieblingsfilme in diesem Jahr. Und das ist der Film Caveman. Ja, und Caveman mit Moritz Bleibtreu, natürlich dann auch noch mit Martina Hill, also der Lady Kracher würde ich gerade sagen. Er hat doch diese eine Sendung gemacht. Knallerfrauen, jetzt habe ich es. Dann mit Wotan Wilke-Müller und in Nebenrollen auch so Thomas Hermanns. Dann, wie hieß er nochmal, Guido Maria Kretschmer spielt sogar hier mit in einer kleinen Nebenrolle. Also absolut cooler Film, also ich kann ihn wirklich nur loben. Also mir hat er sehr viel Spaß gemacht von Konstantin-Film. Aber Achtung, Achtung, liebe Konstantin-Film, vielleicht eine kleine Kritik. Wenn ihr das hinschreibt mit FSK 12 Wendecover, es ist jetzt vielleicht, der Film läuft ja, es ist jetzt vielleicht keine große Kritik, aber dennoch, wenn ihr schon hinschreibt, Wendecover, dann macht auch eins. Also, das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil es ist ja schon ziemlich nervig zum großen Teil. Ich meine, wir kennen es alle. Wir kennen es alle. Es ist jetzt vielleicht nicht der große Aufschrei, aber dennoch, wenn man es hinschreibt, dann sollte man das auch machen. Also, meiner Meinung. Oder seht ihr das so als zu kleinlich? Schreibt es hier unten in die Kommentare. Der nächste Film, den ich hier habe,
den ich auch gesehen habe im Kino, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Er ist nicht so cool wie der erste, aber er ist immer noch sehr witzig, sehr amüsant. Shazam! Sage ich mal dazu. Shazam 2, Fury of the Gods mit Helen Mirren, Lucy Liu, natürlich mit hier, Sean Levy, wollte ich sagen, Zachary Levy. Ja, also ich finde den ziemlich cool. So, und jetzt ist hier, jetzt muss ich mal ein bisschen näher kommen, ein Kuriosum, weil ich finde, es ist komisch, was die in der heutigen Zeit mit diesen Filmen machen. Wunderbar, hier auch natürlich leider mit dem FSK 12 Logo. Aber hier steht auch Wendecover. Obwohl, dann mache ich doch mal. Dann schaue ich doch mal. Es ist ja noch zu. Premiere, ich mache einen. Oh, da ist mein Cutter. Oh nee, huch, nee, das war mein. Das war Schraubenzieher. What the fuck, wo ist mein Cutter? Okay. Ich hatte doch mein Cover vor kurzem hier irgendwo gefunden. Gut. Habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich hab's auf. So, dann wollen wir doch mal schauen. Aber ich glaube, bei. Sonst ist es natürlich immer so mit Wendecovern. Ich muss mal. Mal schauen hier. Moment mal. Kleinen Augenblick. Ja, also, wie ich schon sagte, ich musste was Kurzes nachschauen, deswegen. Aber ich habe es jetzt. Ich hätte währenddessen auch eigentlich auch ausmachen können und dann. So. Aber wie ich schon bestimmt denke, ist hier definitiv ein Wendecover mit dabei, weil das. Hatte ich noch nie. Ah, okay. Jetzt sehe ich hier auf jeden Fall erstmal. Ah, die Ultra HD und die Blu-ray. So machen. So. Ich will euch nicht tadeln, Konstantin. Ich mag eure Filme zum großen Teil. Von Warner Brothers. Und Warner Brothers macht's. Oh, schön, dass dieses HDR, was hier drauf ist, auch nicht drauf ist. Aber das Kuriosum. Was ist. Hier gibt und auch im Wendecover, wie ich gerade sehe, ist einfach nur, die machen vorne ein FSK 12 Latschen drauf. Und machen dann hier hinten dann nochmal in kleine Format FSK 12, vielleicht, jetzt sieht man es vielleicht, FSK 12 und dann steht da, was steht denn hier? Gewalt und Bedrohung. Hä? Reicht es? Weshalb macht ihr jetzt denn hinten alle auch das so? Weil das ist jetzt nicht nur bei Warner Brothers mir so aufgefallen, das ist auch beim nächsten Film mir aufgefallen oder beim übernächsten Film, der, wo der kommt gleich, das stelle ich euch gleich vor. Also, wozu das hier hinten machen, wenn ich schon hier groß... Wollt ihr jetzt einfach reinschreiben, weswegen ihr diese machen hat? Ganz ehrlich, braucht man doch eigentlich nicht. Weil... Man kann ihn nicht ansehen. Auch ab 12. Ganz klar. Also braucht man nicht. Ich find's komisch. Wie findet ihr diese ich sag jetzt mal, Politik dahinter? Verständlich oder unverständlich? Ich könnte mir ein zweiteres vorstellen. Nun gut, aber der nächste Film ist jetzt vielleicht nicht der beste Marvel-Film. Ja, wir gehen wieder in Richtung Marvel. Der kam in diesem Jahr raus. Ich habe ihn noch eingeschweißt. Der wird dann auch gleich noch geöffnet und dann eingepackt. Braucht definitiv wieder Glasichtfolien. Aber Film ist Ant-Man. Oh, scheiße, jetzt muss ich aufstoßen. Quantumania. Auch hier wieder ab 12 und hier hinten auch wieder Gewalt, Bedrohung, Verletzung. Hier habt ihr sogar noch Verletzungen mit dazu. Also ehrlich. Gut. Aber der Film ist jetzt, ja, okay, man kann sich ansehen, aber es ist nicht der Marvel-Film. Die ersten drei Staffeln, sag ich mal so dazu, oder Phasen, genau, die Phasen, waren irgendwie noch die besten. Irgendwie hat es mehr Spaß gemacht als die jetzigen Phasen. Gut, und jetzt kommt für mich mit einer der absoluten Highlights des Jahres. Und es gab schon einen 80er-Film, der... Irgendwie cool, allerdings auch trashig ist. Und jeder weiß, glaube ich, wovon ich rede. Ja, ich spreche hier von dem super genialen
Super Mario Film. Ja, ich habe ihn mir hier geholt in der Power-Up-Edition. Gut, das ist die normale Edition. Nennen sie aber Power-Up-Edition. In 4K Ultra HD wollte ich den mir holen, weil ich habe ja die PS5 und kann jetzt ja 4K sehen. Bild ist und Ton ist wirklich gut. Der Film ist einfach mit einer der besten Filme des Jahres. Schon für mich. Ganz ehrlich. Also Super Mario hat den Vogel abgeschossen und gilt für mich neben einem anderen, den ich im Kino gesehen habe, nämlich Spider-Man, definitiv zu dem. Das sind die beiden besten Animationsfilme, die ich bis jetzt gesehen habe. Spider-Man und Super Mario. Ich wüsste nicht, wen ich lieber mag, weil ich finde auch Spider-Man absolut super großartig geworden. Aber ich wüsste nicht. Aber was sie hier einfach machen, was sie hier auf diesem Film gemacht haben, leider habe ich die Steelbook verpasst, ist einfach absolute Granate. Man fühlt sich sofort heimisch. Egal, ob man die alte Variante gesehen hat oder die alten Spiele gespielt hat oder den neuen oder Mario Kart und so, oder Super Smash. Es ist alles in diesem Film das Beste aus jedem Film vereint. Und der Film Peaches, der hier in dem Film von Jack Black gesungen wird, ist sogar für den Oscar nominiert. Absolut grandios. Wer hat ihn noch nicht gesehen, würde ich so fast sagen, definitiv mal nachholen. Absolut Granatenfilm, also mir macht das Spaß. Wer hat ihn gesehen? Wer feiert ihn auch so? Wie feiert ihr den? Feiert ihr den überhaupt oder findet ihr den nicht so pralle? Schreibt es unten auch in die Kommentare. Mir hat er absolut, ich feiere den absolut göttlich. Und ja, let's go! Ja, und das war's mit meinem Update. Ja, ihr habt gesehen, ich musste wie gesagt ein paar Mal schneiden, das tut mir leid. Aber ihr habt gesehen, es sind viele dazu bekommen. Ich habe ja jetzt nochmal neue, aber die will ich dann für das nächste Update dann nutzen, weil da wieder auch noch ein paar Sachen kommen, auf die ich sehr stolz bin. Gut, das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und falls ihr jetzt denkt, was ist das denn hier? Das habe ich mir geholt jetzt hier für meine kleinen Videos. Wenn ihr, so, jetzt noch eine kleine Information zum Rande. Ich werde den Gaming-Kanal wahrscheinlich doch löschen. Es wird dann doch wieder alles hier auf diesem Kanal stattfinden. Ja, seht es mir nach. Kaum Zeit oder kaum Lust irgendwie dann dafür was zu machen. Deswegen wird das jetzt alles auf meinem Hauptkanal wiederkommen. Auf JK's Forever No One. Und in dem Sinne, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall. Und wenn, dann könnt ihr ja immer diese Videos, wenn es um Gaming geht, natürlich auch skippen oder nicht anschauen. Ist mir egal. Aber dennoch bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich auch auf einen Like da freuen. Einfach auch einen Kommentar und vielleicht auch nochmal vielleicht einen kleinen Abo. Es wäre ein Träumchen.